Hallöchen und SausiTube und Freunde des Landwirtschaftssimulators, zurück bei einer Mod-Verstellung. Heute wird vorgestellt ein Teleskoplader von Merlo, und zwar ein 417 Turbofarmer, P417 Turbofarmer, wie gesagt von Merlo. Ist ein kleiner, schnuckiger Teleskoplader, der aber so einige Sachen verbirgt, wo ich mich jetzt schon freue, die vorzustellen. Hier im Shop haben wir das ganze Teil mit, muss ich sagen, einem sehr, sehr schönen Bild. Es ist die Version 3.0, es ist ein tolles Merlo-Logo da, das ich noch nie so gesehen habe. 90.000 Euro ist der Preis, 140 PS bekommen wir dafür und natürlich einen langen Teleskoparm. 100 Euro Unterhaltskosten haben wir auch und natürlich eine schöne Beschreibung. Bis zu 7 Meter Hubhöhe, Schrankaufhänger, hinten Drehachse, Autokamera einstellbar für maximale Funktionalität, Zusatzbeleuchtung, Dreiradmodi. Also wir haben hier auch Krabben- bzw. Hundegang, ist Wahnsinn. Er ist waschbar und ist vom ARM-Team. Liest sich super, ist vielleicht auch super, das sehen wir gleich. Jetzt müssen wir nur schauen, wo der Merlo auftaucht. Und zwar gar nicht. Gibt's das? Warum taucht der Merlo hier nicht auf? Ich habe die Lok gerade geklärt, sage ich mal. Trotzdem ist er nicht da. Ich kaufe ihn jetzt nochmal. Ach, ich weiß schon, weswegen er nicht da ist, klar. So, jetzt schauen wir uns jetzt nochmal an. Jetzt müsste er hoffentlich auch lockfrei sein. Schade, er ist nicht da. Ich vermute, dass er lockfrei ist. Ich kann es wieder nicht garantieren, obwohl er eigentlich jetzt da sein müsste, nachdem das Teil nochmal gekauft wurde. Schauen wir zu den Texturen, was wir hier noch erwähnen sollten, oder ich erwähnen sollte. Wir haben keinerlei Werkzeuge vorne zum Ankuppeln drauf. Das sind alles die Standardsachen. Die klappen aber auch wunderbar. Wir haben hier die Standard, den Standard-Ballenspieß. Der funktioniert einwandfrei. Zu den Texturen. Ja. Sind geil. Sind sehr geil. Muss ich sagen, hier hat man sogar ein Bild vom originalen Turbofarmer genommen. Mit dem Schloss oder mit dem Türgriff. Sieht aber insgesamt sehr geil aus. Deswegen fällt das nicht weiter auf. Das Logo von Merlo ist für den Zweck relativ scharf. Die Lichter sind nicht das Highlight. Reifen und Felgen sind sehr, sehr schön. Einstieg ansonsten toll. Die Form ist schön simpel, aber okay. Unten ist auch nicht viel Besonderes dran. Aber wie gesagt, das Teil an sich sieht komplett schon mal richtig gut aus. Während auch hier die Schrauben sehr, sehr detailliert sind. Und hinten auch noch ein Zug mal da ist. 40 km/h Höchstgeschwindigkeit. An der Seite ein bisschen verpixelte Texturen, das ist aber nicht so schlimm. Und vorne, wie gesagt, den Arm, das Dach mit einem Schutz, damit nicht gleich die Scheibe einbricht. Ansonsten würde ich sagen, steigen wir ein, Motor an und testen wir den Sound. Der Sound ist bekannt, hört sich bekannt an aus einem LS, aus einem LS15. Ist also nichts Besonderes. 40 km Höchstgeschwindigkeit stimmen. Eine sehr, sehr hell leuchtende Rundumleuchte haben wir hier. Ebenso Blinker. Die Funktion ist auch relativ laut. Also man hört den Klicksound relativ gut. Arbeitsscheinwerfer vorne. Arbeitsscheinwerfer vorne hier an der... Alter, der hat am Teleskop am auch nochmal Arbeitsscheinwerfer. Und natürlich hinten auch nochmal. Das heißt, die volle Palette. Natürlich können wir hier, was wichtig ist, natürlich den Arm bewegen, und das funktioniert auch wirklich geschmeidig. Man kann das Teil so hoch machen, dann natürlich mit der linken Maustaste hoch runter, beziehungsweise es geht genau links rechts mit der Gabel, und dann rechte Maustaste halten und hochziehen, fahren wir die maximale Länge aus. Ich muss sagen, die Länge ist brutalst. Die Länge ist echt brutalst. Jetzt seht ihr, dass das Teil wirklich was drauf hat. Was man nicht vergessen sollte, wäre der Alle-Räder-Modus, wie oben angegeben, und zwar mit der Löschen-Taste. Drückt einfach die Entfernen-Taste ENTF auf eurer Tastatur. Schon habt ihr nicht mehr die vordere Lenkung, sondern ihr könnt hinten und vorne lenken. Wendekreis ist natürlich ein Traum. Drückt man nochmal die Entfernen-Taste, haben wir jetzt so eine Art Hundegang, wie beim Roller zum Beispiel. Wir können also hier in derselben Richtung alle vier Räder laufen lassen. Ist natürlich richtig geil, muss ich sagen. Man hat also alle denkbaren Möglichkeiten, und das gibt mir eigentlich schon fast die 5 Sterne drauf.
Sagen wir noch was zur Innenansicht. Und zwar die Person sieht man von innen. Das ist echt geil. Die Hand passt mit dem Lenken überein. Wir haben eine Drehzahlanzeige oder eine Geschwindigkeitsmesser, egal. Also ein Tacho. Wir haben Spiegel, die auch sehr sauber aussehen. Ja, ein paar Armaturen. Die Hand beim Joystick, echt top, muss ich sagen. Jetzt haben wir noch das Hubwerk hinten heben. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Das Hubwerk, mit Hubwerk verstehen wir hier einfach nur quasi hinten die Anhängerkupplung. Die können wir hier heben und senken. Ist aber eine wichtige Sache. Eine schöne Sache. Mit Nummer 8 können wir die Tür öffnen. Und die geht auch wirklich 180 Grad auf, sodass die nicht stört. Aber das ist. Alter, auch diese Spiegelung. Wahnsinn. Echt nicht schlecht. Dann haben wir mit Nummer 6 und 5 die Arbeitslichter, hatte ich schon gezeigt. Ansonsten war es von den Funktionen her. Wie gesagt, reicht auch für 5 Sterne, muss ich sagen. Texturmäßig, modellmäßig hätte ich hier 4 Sterne gegeben. Aber da die Funktionen hier echt so geil sind und das Teil wirklich dank Wendekreis einfach genial ist. Die Länge, das Optische gefällt mir. Und generell der ganze Mod ist toll gemacht. Also absolute 5 Sterne verdient. Dankeschön für diesen tollen Mod, muss ich sagen. Echt ein geiler Mod. Viel Spaß mit diesem Teleskoplader. Ich bin raus. Macht's gut.